In dieser Folge Hamas Metal geht es um das neue Rammstein-Album und meine Songanalyse dazu. Und der Steve hat was über Ozzy Osbourne und einen Short-Kutten-Talk. Machen wir auch noch, weil wir die Zeit dazu haben. Jetzt viel Spaß mit Hamas Metal. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem YouTube-Channel Lachsiffler. Ich bin der Siffler, das wisst ihr bereits. Und wenn nicht, dann müsst ihr definitiv auf das einschalten. Herzlich willkommen auch an meine Siffler-Ultras, diejenigen, die immer so fleißig kommentieren und so geile Folgenanalysen schreiben. Und diejenigen, die wieder fette Kommentare geschrieben haben, die werden natürlich in jeder Folge vorgelesen. Und dieses Mal waren es, danke an Brezel, The Flocker, Dieter Waber, Maria Waber, Phyllis Aurum, Christian Fachmin, Sinatari, Thunder Rider, Chaoskind, Caro, Hashtag One, Pat, Regie und Metal Mentor und Felix Katz. Danke für eure Folgenanalysen, die natürlich dazu beitragen, dass jede Folge umso geiler wird. Und ich sag diesmal auch wieder was kurz zur letzten Folge. Der Kutten-Workshop, es war ein Highlight, natürlich ein geiles Event, das ich da mit Nähmaschine genäht habe. Das war von vornherein klar, dass ich das mal ausprobiere und dass ich mir das zeigen lasse. Und es hat super funktioniert und ich werde künftig auch den ein oder anderen Patch weiterhin mit Nähmaschine annähen, denn das ist keine Schande. Wenn man keine Zeit nicht hat, so wie ich, dann muss man sich seine Zeit einteilen. Dennoch gibt es den ein oder anderen Patch, den ich natürlich nur mit Hand annähen kann, weil es anders einfach nicht möglich ist. Eine wunderschöne Folge zum Thema Kutten. Wer Bock hat, schaut sich die gerne nochmal an. Und wer generell das erste Mal auf eine Folge Hamas Metal gestoßen ist, der sollte sich vielleicht die ein oder andere letzte Folge noch anschauen. Aber vorerst dranbleiben, denn es geht natürlich jetzt nahtlos weiter zur ersten Rubrik, die da dieses Mal eine Review-Time ist, eine etwas andere wieder. Ich finde, ein bisschen Abwechslung ist muss. Dieses Mal geht es um das neue Rammstein-Album, das ja vor kurzem rausgekommen ist. Und ich habe mir das angehört im Auto, weil ich in letzter Zeit viel im Auto gesessen war. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich doch gleich zu jedem Lied meine kleine Inhaltsanalyse und ich hoffe, euch gefällt's. Vielleicht ist sogar das ein oder andere Interessante für euch dabei und ich sage euch jetzt schon, hört euch einfach das neue Album mal an von Rammstein. Viel Spaß jetzt mit der Review Time. Review Time. Wie verstehe ich das neue Rammstein Album? Das erste Lied, Deutschland. Jeder hat es gehört, jeder hat es gesehen. Es ist eine Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte. Man muss sagen, geil gemacht und marketingtechnisch wahrscheinlich das beste Lied auf dem Album, sage ich jetzt, wo ich erst zwei Lieder gehört habe. Aber es ist ein geiler Song. Unabhängig vom Video muss ich sagen, inhaltlich auch geil. Ich kann dich nicht lieben. Du bist so jung und doch so alt. Also nur um ein paar Phrasen mal zu sagen, also es ist, ich möchte dich gern lieben, ich wäre gern stolz auf mein Land, aber das geht halt nicht, weil unser Land so toll ist, unser Land nicht. Es ist eine Hassliebe, worauf man nicht stolz sein sollte. Also kein rechtes Lied, auch wenn Deutschland über allem drin vorkommt. Und ich glaube auch, dass das jeder checkt hat. Radio. Eine Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte. Wie war es im Osten, wie war es überhaupt, als der Volksempfänger quasi das einzige Medium war. Man hat sich nach der Schule gleich ans Radio geguckt. Man hat so und so Man hat nur gewisse Stunden vorm Radio verbringen dürfen als kleines Kind. Eigentlich ist es so gewisse Erfahrungsdarstellung von dem, was Till wahrscheinlich erfahren hat. Also wie es im Osten war, wie das mit dem Radio war. Man hat die bösen Lieder hat man nicht hören dürfen. Die Westmusik wahrscheinlich, um die es geht. Ja, ich finde das Lied an sich nicht schlecht, auch wenn es jetzt runtergerissen wird, dass es doch so kacke sein soll. Gut, Radio. Mein Radio ist jetzt auch nicht lyrisch, gesanglich auch nicht der Wahnsinn, aber an sich finde ich jetzt nichts Schlimmes an dem Lied. Ich finde es inhaltlich schön. Das setzt sich mit dem Thema Ost-West auseinander. Das waren jetzt mal die beiden Lieder und ich höre mir jetzt das restliche Album noch an während dieser Autofahrt und dann werde ich zu jedem einzelnen Lied meinen Senf dazugeben. Christus Domus,
Kruzifixus. Zeig dich! Ein Lied, das sich mit dem Thema, ich würde es jetzt mal sagen, dem katholischen Gott und Glauben auseinandersetzt. Zeig dich, die Aufforderung zu, zeig dich halt einfach, du Typ da oben. Wenn es dich gibt, dann muss es dich ja irgendwo geben. Zeig dich. Ein Lied, das sich mit allem Katholischen irgendwie auseinandersetzt. Also auch kurz angerissen, die Verbreitung des Glaubens durch die Kreuzritter. Auch Hexenverbrennung war kurz zu hören. Eine kurze Zeile war aus Versehen an Kinder vergehen. Glaube ich, meine, dass ich das jetzt gerade gehört habe. Ja, auch ein sehr geiles Lied. Am Anfang und am Ende mit Chören. Also Christus Domus, Crucifixus. Bin halt bei Rammstein sehr hin und her gerissen, was musikalische Raffinesse angeht. Denn mir ist da tatsächlich der Inhalt einfach wichtiger. Finde ich das Lied eigentlich ganz gut. Ausländer. Gegen das, was man jetzt eigentlich meint beim Titel, dass es um Ausländer geht, die vielleicht in Deutschland sich breit machen wollen. Das hat nichts mit der Flüchtlingsthematik zu tun, sondern mit dem Paarungsverhalten Deutscher im Ausland. Also, ich bin Ausländer, ich bin nur 2 Stunden hier, ich bin kein Mann für eine Nacht. Also es geht im Endeffekt darum, dass sich der Deutsche, wenn er in den Urlaub fährt, wenn er als Single in den Urlaub fährt und dort bewusst schon weiß, ach, ich reiß mir da eine Ausländerin auf, dass die ersten paar Worte, die er lernt, wahrscheinlich irgendwas sind wie Bella, Ragazza, Mon Amour oder irgendwie sowas, denn mehr braucht es nicht zur Verständigung anscheinend. Auch ein Thema, über das ich so noch gar nicht nachgedacht habe. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall das Gefühl, dass sich das Album komplett mit Klischees, mit deutschen Klischees auseinandersetzt. Da bin ich gespannt, was da noch kommt. Also bisher bin ich eigentlich ganz begeistert. Aber wir sind noch nicht durch. Sex und somit die Hymne auf dem Rammstein-Album, in der es um den Geschlechtsverkehr geht und um lieber widerlich als widerlich und Dinge wie komm zu mir, meins ist deins und das in dir. Also lyrisch, ja, kann man so machen, ist jetzt nicht der Mega-Hit, aber ja, das ist der obligatorische Vögeln-Song. Ich meine aber rauszuhören, dass es dabei darum geht, lass uns doch einfach vögeln, es schadet doch keinen, also auch wenn du jetzt nicht die Hübscheste bist oder so. Ich glaube, es geht in die Richtung. Bin mir nicht ganz sicher nach einmaligen Anhören, aber ich meine es rausgehört zu haben, dass es in die Richtung geht, Sex mit hässlichen Frauen, mit dicken Frauen. Muss ich mir nochmal anhören, aber das ist mein erster Eindruck. Generell, es ist halt wieder ein Rammstein-Song, in dem es ums Vögeln geht. Sie haben sich einem Spruch bedient, der altbekannt ist, lieber widerlich als wieder nicht. Den mal in einem Song zu verpacken, hat jetzt auch noch keiner gemacht, glaube ich. Von dem her. Aber der Spruch, Sex kommt zu mir, meins ist deins und das in dir, das gefällt mir. Gefällt mir. Also textlich kann man jetzt eigentlich nichts Schlimmes sagen. So viel dazu. Das Lied Puppe. Wow. Also, das hat mich jetzt ein bisschen geflasht, muss ich jetzt echt sagen. Also, muss man anhören, auf jeden Fall ein geiles Lied. Da geht es darum, dass ein Mädchen hat ein Geschwisterlein und das Geschwisterlein singt oder spricht in der Ich-Form, hat eine Puppe von ihrer Schwester, dass das Kind nicht alleine ist, während sie ihrer Arbeit, aka Prostitution, im Nachbarzimmer nachgeht. Und das bringt das Kind in den Wahnsinn. Man hört in dem Lied, wie sich der Wahnsinn entwickelt. Rammstein macht viele wahnsinnige Lieder. Und ich bin auch ein riesen Fan von Wiener Blut, weil ich diese krassen Lieder einfach so geil finde. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Puppe auf jeden Fall gerade ganz nach oben gerutscht, was meine Lieblings-Rammstein-Lieder angeht. Weil allein die Stimme war noch nie so wahnsinnig wie in diesem Lied. Muss man sich anhören, derbste Empfehlung, ohne Scheiß. Puppe ist. Und dann reiße ich der Puppe den Kopf ab und dann beiße ich der Puppe den Hals ab. Also, das ist textlich. Also,
Woohoo. Muss ich echt sagen, gigantisch. Was ich liebe, ein Lied, das sich damit auseinandersetzt, dass jemand, oder ich in dem Fall, der Protagonist, der es liede, ist Till oder wer auch immer, dass er oder sie nicht lieben darf, denn immer wenn er oder sie jemanden liebt, geht es sowieso kaputt. Was ich liebe, wird sterben. Immer wenn es mir gut geht, dann geht es anderen schlecht. Mir darf es nicht gut gehen, denn sonst werden Herzen gebrochen. Ich glaube, das ist eine Krankheit, ich weiß aber nicht, wie die heißt. Fällt mir jetzt nicht ein. Ist jetzt nicht der Brecher, aber es schneidet halt wieder ein Thema an, was wahrscheinlich einige betrifft. Dass es viele Menschen da draußen gibt, die traurig sind und die nichts mit ihrem Leben anfangen zu wissen, weil sie eben denken, sie hätten es nicht verdient. Aber dem ist halt nicht so. Das ist auch eine verzerrte Selbstwahrnehmung in dem Fall. Also eine gewisse Krankheit. Wie gesagt, mir fällt der Name nicht ein. Aber damit beschäftigt sich, was ich liebe. Diamant. Beim Diamant geht es eigentlich nur darum, dass er sich von einer Frau trennen möchte, die zwar wahnsinnig schön ist, also quasi wie ein Diamant, aber halt doch nur ein Stein. Und ja, um mehr geht es in dem Lied nicht. Es ist mehr so ein Trennungslied. Nichts, was ich mir von Rammstein unbedingt wünsche, aber anscheinend auch ein Thema, mit dem man sich beschäftigen möchte. Es geht im Endeffekt dann wahrscheinlich um, ganz tiefsinnig gesagt, die inneren Werte eines Menschen, einer Frau, in dem Fall wahrscheinlich, oder ist Geschlecht überhaupt erwähnt worden? Vielleicht ist es auch auf beide Geschlechter anwendbar. Du bist schön wie ein Diamant, aber halt eben nur ein Stein. Ganz nah, nee, eigentlich weit weg, so heißt das Lied. Singen aber ganz nah. Und es geht im Endeffekt, ich denke, um einen Voyeur, der einer Frau durchs Fenster zuschaut, während sie sich umzieht, irgendwelche sexuellen Handlungen macht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe das Lied jetzt einmal gehört, aber ich habe zu dem Lied nicht ganz den Zugang gekriegt, auch zum Inhalt, wo ich jetzt denke, ja, das ist jetzt nichts, was mich mords schockiert. Es wird sich jetzt auch nicht mords damit auseinandergesetzt. Aber es geht irgendwie auch darum, dass er immer, wenn die Nacht einbricht, quasi durchs Fenster bei ihr schaut und sich dabei anfasst, beziehungsweise wahrscheinlich selbst befriedigt. Wie gesagt, ist ein Thema, das mich jetzt nicht so weghaut. Da sind definitiv stärkere Lieder auf diesem Album. Aber wir sind noch nicht durch. Zwei Lieder kommen noch. Tattoo, eine Auseinandersetzung mit dem Körperkult und dem Tattoo-Stechen. Zeig mir deins, zeig ich dir meins. So der Text. Ich habe einen Brief auf der Haut, den kann man quasi lesen. Und das Papier ist meine Haut. Aber eins, was ich geil finde, ist wieder so ein Rammstein-Trick, was Texte angeht. Und zwar der Satz: Wer schön sein muss, will leiden. Und das trifft es, glaube ich, sehr gut. Ich selber bin ja tätowiert und es ist tatsächlich so ein Tattoo-Anfang und man hört nicht mehr auf. Der Kern des Liedes. Und der beste Satz des Liedes ist einfach, wer schön sein muss, will leiden. Und diesen Trick, den hat Rammstein einfach drauf, dass er Sätze, die man kennt, wie wer schön sein will, muss leiden, so umzustellen, dass es thematisch dann passt. Wie jetzt da zum Beispiel, wer schön sein muss, will leiden, ist ja so deep auch, wenn man die Tattoo-Szene oder mit Tätowierten auch spricht. Finde ich geil. Das muss ich sagen, aber das Lied an sich ist leider auch nicht mein Favorit, weil mir da persönlich der Klang vom Till Lindemann seiner Stimme nicht so gefällt. Das letzte Lied auf dem Album heißt Hallo Mann. Und jetzt sind wir an so einem Punkt angekommen. Ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige, riesige Rammstein-Fanatiker. Ich mache dieses Video natürlich auch nur für die Klicks. Nee, Schmarrn, ich wollte mich halt einfach inhaltlich ein bisschen mit dem Zeug auseinandersetzen.
Und Hallo Mann ist jetzt so ein Lied, wo ich bei manchen Rammstein-Liedern auch an meine Grenzen komme. Denn es sagt mir gar nichts, um was es da geht. Da geht es um, keine Ahnung, steig ein, tanz für mich. Es klingt irgendwie nach Kidnappen und dann so vergewaltigungsmäßig, aber es kann auch was ganz anderes sein. Also wenn ihr das wisst, was Hallo Mann bedeutet oder was das Lied aussagen möchte, ich habe es ja jetzt nur auf Spotify ablaufen lassen im Auto und ich habe kein Booklet und nichts, wo ich nachlesen kann. Ich habe das jetzt auch spontan gemacht. Schreibt es unten in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Album haltet, welches Lied ist euer Lieblingslied. Und ja, dann war es das mit dieser kleinen Songanalyse oder Inhaltsanalyse von dem neuen Rammstein-Album. Ich muss sagen, geflasht bin ich definitiv von Puppe. Das Lied Deutschland ist mit Abstand eines der kräftigsten. Aber das liegt auch daran, weil das wahrscheinlich auch das ist, was am meisten, also auch zu Werbezwecken verwendet worden ist. Es ist ein Rammstein-Album, wie sich ein Rammstein-Album gehört. All diejenigen, die jetzt sagen, ja, Rammstein machen ja all die Jahre schon das Gleiche. Ja, ist halt immer noch Rammstein. Und diejenigen, die jetzt sagen, Rammstein, die haben sich total verändert, muss ich sagen, also tut mir leid, nach 30 Jahren Bandgeschichte verändert sich da keiner mehr. Sondern die machen halt einfach ihr Ding, worauf sie Bock haben. Jetzt viel Spaß mit einer weiteren Folge Amas Metal. Ich kann dieses Album auf jeden Fall empfehlen, zumindest das Lied Puppe, was jetzt auch in meine Playlist kommt zu meinen Lieblingsliedern, denn es ist einfach beeindruckend. Was natürlich auch beeindruckend ist, ist die Teilnahme am letzten Was wer gespielt. Ihr habt wieder wahnsinnig viel, haben es erraten. Es war natürlich Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, es ist eines meiner Lieblingslieder und ich hab's gern gespielt. Und jetzt schauen wir mal, wer das Bier gewinnt, das auf die Liste kommt, welches man dann direkt bei mir einlösen kann. And the winner is... Maria Waber. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Bier. Und jetzt wünsche ich natürlich viel Spaß und Erfolg bei dem dieswöchigen Was wer gespielt von Michael der Schwarze. Viel Spaß! Was wird gespielt? Schreibe Künstler und Titel in die Kommentare und gewinne ein Festivalbier. Und jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, wieder unten in den Kommentaren zu schreiben, welcher Interpret und welches Lied es war. Ihr kennt das Spiel. Und ich verlose dann in der nächsten Folge ein Bier, das auf die Liste kommt, auf die Sifflers Bierliste. Der Gewinner kann dann das Bier direkt bei mir einfordern, wenn er mich mal persönlich trifft. Wer mich auch persönlich getroffen hat, war dieser junge Herr, der jetzt kommt, bei I und My Kutten. Denn wir haben aufgrund der Länge dieser Folge einen Kurz-Kutten-Talk noch, den ich auf dem Ragnarök-Draht habe. Jetzt viel Spaß mit I und My Kutten. I und My Kutten. Mitten auf dem Ragnarök-Festival ein Kutten-Talk, ganz spontan. Spontane Kutten-Talks sind auch ganz toll, sind die besten. Mit, dein Name ist wie? Simon. Der Simon ist auch zukünftiger Siffler Ultra. Du schaust ab sofort auch die Videos an von mir. Ja, mach ich schon. Sagt er jetzt. Aber ich bin Team Skruzius. Skruzius. Guten Abend. Skruzius. Einen kurzen Kutten-Talk, beziehungsweise wir reden jetzt über deine Kutte. Okay. Du erzählst mir jetzt mal was über deine Kutte. Okay. Was, du darfst sie gerne mal ausziehen, wir wollen genauer hinschauen. Wir wollen genauer deine Kutte anschauen. Um das geht's in diesem Format. Was ist dein Backpatch? So schaut's aus. Soll ich das Ganze mal halten und du... Amon am Arsch. So, guck mal her. Amon am Arsch. Wir gucken, warte mal, ich muss schon umswitchen. Wir haben hier einen Amon am Arsch Backpatch.
sehr stilistisch und sehr cool eigentlich. Ne? Was bedeutet für dich Amon Amarth? Warum hast du diesen Backpatch gewählt? Weil ich die mal ganz gut fand. Weil du die mal gar... Das bedeutet, du findest sie nicht mehr so gut? Also ich finde sie noch okay, aber ich feiere sie jetzt nicht mehr so wie vor 5-6 Jahren. Wie alt ist die Kutte? Also wann hast du angefangen? Ja, so 5 Jahre schon. 5 Jahre? Was ich besonders geil finde, wenn ich kurz ein... Die Plex drin. Die Plex, genau. Was immer sehr schön ist, ist außer Patches quasi noch... ich nenne es jetzt mal, wir nennen es, halt so das Bier schnell, wir nennen es Modifikationen. Ja. Yeah. Schau, hier sind so Blacktrin, eingearbeitet. Geiler Scheiß. Richtig gut. Was haben wir denn da alles? Four Years Strong? Ja, das war eine Scheißband, die habe ich auch ausgesehen. Okay, das war eine Scheißband. Aber habe ich gefangen. Trollfest, super. Das war in Erfurt im From Hell. Die Band hieß auch tatsächlich From Hell, die war ganz cool. Ah, Dark Tranquility. Dark Tranquility, das war von Stick to Your Guns. Du bist so ein, was ist das noch? Secrety. Die gibt's nicht mehr, die sind schon tot. Die gibt's nicht mehr, die sind schon tot. Ganz unscheinbar hier. Was ist denn sonst so viel? Enziferum, Equilibrium, alles da. Die zwei hat meine Freundin für mich gefangen. Aber bist du dann auch immer ganz, ganz vorne mit vor Ort, damit du die Black drin fangen kannst? Manchmal. Also zum Schluss dann. Also ich bin eher so im Pit unterwegs. Du wartest, bis alle weg sind. Und ich bin eher so im Pit unterwegs und dann schlage ich mir einen Weg frei, um Black drin zu fangen. Oh, das sind mehrere. Du hast ja wahnsinnig viele. Waldgeflüster, August Burns Red, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das war Munaheim. Welches ist... Also nochmal August Burns Red. Da ich crazy shit, echt. Melfigur hatte ich auch eins, das ist abgefallen. Das hängen wir hier. Welches ist deiner Meinung nach dein Lieblingspatch? Oder was du sagst, du bist so mega stolz drauf, dass der da drauf ist? Mein Lieblingspatch? Was ist noch das? Das schaut auch schön aus. Fintroll. Fintroll. Das ist ein geiler Scheiß. Fintroll ist richtig gut. Also ich bin tatsächlich stolz auf. Ich bin stolz auf den Insomnium, weil es den eigentlich so nicht gibt. Okay. Den hat mir irgend so ein Portugiese verkauft. Okay, einfach. Er hat einfach welche machen lassen. Ja, und verkauft, aber den fand ich cool, deswegen habe ich den gekauft. Sehr schön. Was ich auch cool finde, Munaheim. Geile Band. Haben wir da, war das? Kennst du heute um 12? Die haben heute um 12. Ach, die spielen heute. Die haben heute. War das ja die Band, die du unbedingt sehen wolltest? Ja, genau. Die ich nie wieder nicht gesehen habe. Die sind richtig gut. Waren bestimmt gut. Munaheim. Was ich auch geil finde, Horn. 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 Turm am Hang. Mit gerollten, ja. Horn. Horn. Heidevolk schauen wir heute noch an. Heidevolk kommt noch, genau. Sehr gut. Ragnarok. Was haben wir noch? Skyforger, super. Skyforger geht auch. Das ist so ein mega kleine Ding. Oh, den finde ich. Der war bestimmt scheiße anzunähen. Ja. System of a Down. Aber. Wie hast du den angenäht? Na hier. Wahrscheinlich ein Knopflose gemacht. Ich habe hier auf die Lasche. Ich frage mich, für was ist diese scheiß Lasche da? Niemand braucht diese Lasche. Aber. Aber gut genutzt. Am schwierigsten anzunähen sind eigentlich immer die hier vorne an der Ecke. Weil niemand. Ja, voll. Kommt mit dieser scheiß Nadel hier durch diese Jeans durch. Eine Frage, die ich auch immer stelle, ist Kutte waschen oder nicht? Nein. Was ist, wenn du dann im Sommer... Also meine Kutte hat nach dem letzten Festivalsommer richtig stark nach Pisse gestunken. Weil? Aber, kannst du es erklären oder willst du es nicht erklären? Ich weiß es einfach nicht mehr. Aber ich habe sie einfach 2 Tage draußen hängen lassen, ausgelüftet und gut ist. Riecht wie neu. Ja, riecht man kaum. Riecht wie neu. So generell Metal und Kutte ist Muss oder ist so ein Ding, wo ich sage, darf jeder, was ist deine Meinung dazu? Also ich finde es schon cool, muss jetzt nicht, aber... Also das ist halt ein Kleidungsstück, das man immer anziehen kann. Irgendwie. Ja. Und das ist aber auch schön gelöst, so Dreiecks-Patches habe ich auch noch nicht oft gesehen bis jetzt. Ja, die kriegt man tatsächlich auch mal schlecht unter, ne? Aber wenn man so mehrere nebeneinander macht, geht es gut. Schaut gut aus. Ja. Nee, ich muss dich auch für deine Kutte sehr loben. Dankeschön. Schaut sehr schön aus hier. Mit
die habe ich schon mehrfach. Und dann war es das auch schon mit diesem Buch. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich hoffe, du schaust weiterhin meine Videos an. Natürlich. Und ich wünsche dir noch ein schönes Ragnarök. Abonniert alle den Siffler, der macht Spaß. Oh ja, Spaß haben wir jetzt noch. Ja. Skruzio. Und wieder eine kleine Inspiration für unsere Kutten. Plack drin, finde ich geil. An sich finde ich diesen Kurztalks auch sehr angenehm zum Macher selber. Und qualitativ ist es da auch nicht viel mehr um, wie wenn ich jemanden direkt zum großen Kuttentalk einlade. Mal schauen, was ich das Wochenende schaffe, denn ich bin ja jetzt dann wieder auf dem Festival und zwar auf diesem. Da wird der ein oder andere Kuttenträger hoffentlich unterwegs sein. Da das Festival ohne Bands natürlich nicht genrebezogen ist, ein Festival, sondern tatsächlich ohne Bands und jeder seine Mucke mitbringt, die er meint, ist wahrscheinlich ganz, ganz kunterbunt durchgemischt, was da an Leute da ist. Und natürlich hoffe ich auf den ein oder anderen Metalhead und Kuttenträger. Erstens dafür, dass er mit mir eventuell einen Kuttentalk macht. Und zweitens, dass eventuell gute Lieder gespielt werden. Vielleicht sogar vom Ozzy Osbourne. Und jetzt hat der Steve für euch die komplette Story vom Ozzy Osbourne. Und natürlich das Bier der Woche. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen diese Woche zur nächsten Ausgabe der Verlosung des Bier der Woche und ein bisschen Metal History Time mit Steve. Diese Woche darf ich präsentieren Ozzy Osbourne. Letztes Mal wurde gespielt der Song Mr. Crowley. Ozzy Osbourne, 1948 in Birmingham geboren, als John Michael Osbourne. Jeder von uns kennt ihn als Godfather of Metal und als Prince of Darkness und Madman. Und also ich glaube, einer der wichtigsten Personen aus dem ganzen Hard-Rock-Metal-Business über die ganzen Jahrzehnte, die wir derzeit erleben. Jeder kennt Ozzy Osbourne. Nicht zuletzt wegen einer Sendung, die auch währenddessen erscheint. Und eine Verbindung, die wir auch machen können zur letzten Sendung. Da hatte ich was über AC/DC erzählt. Das kommt bei dieser Story zu Ozzy auch vor. Ozzy wurde geboren in Birmingham in eine Arbeiterfamilie, hatte vier Geschwister und war bekannt schon in der Schule, in einer Gesamtschule, die er besucht hatte in Birmingham, hat er den Spitznamen Ozzy erhalten. Wurde erkannt, dass er eine Lese- und Schreibeschwäche hat. Und mit 15 hat er dann irgendwann gedacht, okay, ich höre auf mit der Schule, mach mich lieber als Gelegenheitsjobber bekannt und verdiene etwas Geld für die Familie, bis er irgendwann die Emotion hatte, gut, ich möchte mehr Geld verdienen und wo kriegt man auf kurzem Wege schnell viel Geld mit illegalen Sachen, Diebereien, Klauen, Stehlen, Einbrechen oder ähnliches, was ihn dann für 6 Wochen ins Gefängnis gebracht hat. In diesen 6 Wochen im Gefängnis hat er sich einfach mal gedacht, mit Graffiti sich seinen Spitznamen Ozzy selber zu tätowieren. Daher hat er es. Und es ist ja bis heute bekannt, dass er dieses Ozzy da stehen hat. Als er dann raus war, hat er sich erstmal einmal von seinem Vater Geld geliehen, hat sich davon einen Mikrofonverstärker gekauft und wollte sich in der Musik einfach einen Namen machen, vielleicht damit es versuchen, hat sogar eine Anzeige im Musikladen um die Ecke geschalten, dass er auf der Suche nach einer Band ist und als Ozzy Zig als Sänger zur Verfügung stehen würde. Darauf hat sich Terry Butler gemeldet, Tony Iommi und Bill Ward, die wir alle kennen als Mitglieder und Gründungsmitglieder der späteren Band Black Sabbath. Die hatten erstmal die Polka Talk Blues Band gegründet, die dann später Earth hieß und zu Black Sabbath umbenannt würde. Black Sabbath Story, in einem der vorherigen Videos habe ich was zu Black Sabbath erzählt und da könnt ihr die ganze Story für Black Sabbath hören. Heute geht es wirklich nur um Ozzy. Ozzy Osbourne war Mitglied von bis 1979 bei Black Sabbath, bis er dort rausgeschmissen wurde wegen seinem ganzen Alkohol- und Drogenproblemen, die er einfach dauerhaft bzw. immer schlimmer hatte, sodass er dann 1979 nur noch im Hotel lebte bis fast 1980 hinein und dort immer mehr abgebaut hat, bis irgendwann die ihm schon bekannte Sharon Arden in sein Leben trat. Das war die Tochter des Labelinhabers von Jet Music und vorherigen Managers von Black Sabbath, die ihm einfach da raushalf und ihm vorgeschlagen hat,
es als Solo-Karriere auf den Weg zu bringen. Dementsprechend hat er die Band Blizzards of Oz gründen wollen, die dann doch später, als das Album Blizzard of Oz rauskam, unter dem Namen Ozzy Osbourne rauskam. Mitglieder der Band waren damit einverstanden und dementsprechend war es als Ozzy Osbourne. Die Band hieß Ozzy Osbourne, wie er es nochmal war. Er war der Hauptbegründer sozusagen und das erste Album kam raus mit den Singles, die wir jetzt auch letzte Woche gehört haben, unter anderem Mr. Crowley und Crazy Train sind da drauf und war schon mit dem ersten Album ein Riesenerfolg und in die Top 10 der UK-Charts eingestiegen. Man muss dazu sagen, gerade dieses erste Album und vielleicht auch das zweite Album, Diary of a Madman, wurden 2002 nochmal neu veröffentlicht, weil es Probleme gab mit Tatiem, Streitereien und sowas. Und dann haben die mit den aktuellen Bassisten von 2002 das ganze Album nochmal neu rausgebracht. Und da sieht man schon, dass in der Zeit von Ozzy Osbourne als Band es immer wieder Probleme gab, Verstrickungen gab. Und das hat auch viel mit den verschieden wechselnden Mitgliedern der Band zu tun bei Ozzy Osbourne. Also keiner ist von Anfang an, außer Ozzy natürlich, stetig dabei gewesen. Und so gab es dann sowas, was sehr verpönt war, dass ein ganzes Album oder sogar zwei, das erste und zweite Album der Band, komplett nochmal neu rausgebracht wurde. Aber zu diesen beiden Alben, zu dem ersten und zu dem zweiten Album, das 1980 und 1981 erschienen ist, diese beiden, muss man sagen, dass sie als Klassiker der Rockgeschichte gehandelt würden. Gerade auch deswegen, weil der Gitarrist Randy Rhoads ein wahnsinniges Gitarrenspiel aufgewiesen hat. Genau dieser Randy Rhoads ist dann 1982 bei einem Flugzeugabsturz leider ums Leben gekommen. Und dann war es im gleichen Jahr so, dass es Verpflichtungen gab zu deren Label, Jet Records. Jet Records, das Label von dem Schwiegervater sozusagen von Ozzy Osbourne, da noch nicht offiziell Schwiegervater, dass sie offiziell nochmal rausbringen mussten. Und es viele Diskussionen gab, dass Sharon und Ozzy sich sozusagen aus diesem Vertrag mit Jet Records rauskaufen mussten für 1,5 Millionen Dollar, damit sie halt freie Wege gehen konnten. Und daraufhin war es einfach, dass Sharon mit ihrem eigenen Vater 20 Jahre keinen Kontakt hatte, weil er so sehr dagegen war, gegen diese Beziehung. Das gleiche Jahr 1982, alles 82 geschehen, nachdem sie auch in dem gleichen Jahr Sharon und Ozzy geheiratet haben, war es dann auch so, dass Ozzy die Geschichte an den Tag brachte, die wir alle kennen bezüglich der Fledermaus. Ich will sie jetzt hier nicht nochmal aufgreifen, weil es ist wohl die bekannteste und ausgeleierte Geschichte, die man so kennt von Ozzy. Aber es war so, dass er dadurch sich so ein Image aufbauen konnte, als dieser Madman, der auf der Bühne halt immer abgedrehte Sachen macht, dass es sogar so weit kam, dass er bei Live-Auftritten sich mit dem Publikum Wurfschlachten mit Schlachtabfällen geliefert hat zu der Zeit. Also dieses Image hat er nochmal ausgeweitet. Ja, mit Ozzy Osbourne an sich als Band ging es dann im 3- bis 8-Jahre-Takt oder 6-Jahre-Takt weiter mit immer wieder Alben, die rausgebracht haben. Im Verlauf, Black Sabbath habe ich erzählt, kam dann auch wieder zusammen, ähnliches. Ozzy hatte damit zu kämpfen, dass er zum Beispiel 1986 eine Klage an den Hals bekam bezüglich des Songs Suicide Solution, wodurch sich ein Junge dazu ermutigt gefühlt hat, sich selber umzubringen, weil in dem Song nach Aussage von der Anklage Sachen zu hören waren, why try, get the gun, shoot, shoot. Und sich dieser Junge dazu ermutigt gefühlt hat, sich selber umzubringen, was natürlich abgeworfen wurde und nie sich durchgesetzt hat als tatsächliche Klage. Denn diesen Song, den er gemacht hat, hat er nicht zum Thema dazu gemacht, dass jemand sich selber umbringen soll, sondern den Song hat er zu dem Tod von Bon Scott, dem ehemaligen Sänger von AC/DC, und da ist die Verbindung, halt einfach zu ihm zugrunde gelegt, dass er diesen Song überhaupt gemacht hat. Also Klage wurde abgewiesen, es ging weiter. Aber in diesem ganzen Verlauf war es immer so, dass Ozzy immer Probleme mit Alkohol und Drogen hatte, dass er sogar so alkoholisiert war, dass er 1988 den Versuch gestartet hatte, seine eigene Frau zu erwürgen im Alkoholeinfluss. Das brachte ihn dazu, endlich einen Entzug zu machen. Diesen Entzug hielt er aber allerdings nicht allzu lange durch. Doch irgendwann war es dann soweit, dass er wirklich sagte, ich habe ein neues Leben, ich mache was Neues, ich werde es anders machen, dass er mit dem Album 1991 No More Tears gesagt hat, ich werde mich gesünder ernähren, gesünder leben, mehr Sport machen etc. Es wird sich alles ändern.
Im gleichen Jahr war es auch so, dass er die Tour No More Tours anging mit seiner Band. Sie damit aufhörte, dass er 92 die letzten Auftritte sogar mit den ehemaligen Mitgliedern von Black Sabbath gemacht hat. Dort wurde der erste Versuch der Wiedervereinigung gemacht. Dazu hatte ich auch zuletzt was gesagt bei der Tour, bei der Story zu Black Sabbath, wodurch Dio sich bei Black Sabbath angespornt gefühlt hat, auszusteigen und zu sagen, das mache ich nicht mit. Diese Reunion-Album mit Ozzy hat nicht geklappt. Weil im gleichen Jahr war es dann auch so, dass bei Ozzy die Feststellung kam, Zittern, Muskelzittern etc. Jeder denkt ja direkt an Parkinson. Es war nicht Parkinson, sondern es ist eine Nervenkrankheit, die medikamentös behandelt werden kann und die sich einstellen ließ. Also 1995 war es dann soweit, dass das Album Osmosis erschien und man auf Retirement Sucks Tour geht, also nix mit Retirement. Und dann kam es sogar soweit, dass Sharon eigentlich wollte, dass Ozzy Osbourne auf dem Lollapalooza-Festival spielen sollte, aber es nicht gebucht bekam. Die wollten den nicht buchen. Dementsprechend hat Sharon sich einfach gedacht, ja gut, dann machen wir unser eigenes Festival auf. Das sogenannte Ozfest, das etabliert wurde über Jahre hinweg und bis heute noch immer wieder stattfand. Ich glaube, zuletzt 2015, okay, bis heute ist übertrieben, aber immer wieder stattfand und als Tourkonzept halt in Amerika unterwegs war, eine Zeit lang sogar bis in die UK und sowas, als Ozfest unterwegs war, viele etablierte Bands dabei hatte, man dadurch sich angespornt gefühlt hat, unter anderem, dass es eine Union zu Black Sabbath gab, die beim Ozfest aufgetreten ist und ein Live-Album rausgebracht hat und damit halt viel Geld verdient hat. 2001 war es dann soweit, dass Ozzy Osbourne das Album Down to Earth rausgebracht hat. Jeder kennt die Single Dreamer, die dadurch natürlich auch bekannt wurde und viel Erfolg hatte, unter anderem auch hier in Deutschland. Ab 2002 lief The Osbournes bei MTV. Jeder hat diese Reality-Doku mitbekommen. Er hatte sehr viel Erfolg damit. 2003 war er auf seinem Anwesen in Großbritannien mit einem Quad verunglückt, war zwischenzeitlich klinisch tot, wurde von seinem Leibwächter wiederbelebt und kam dann in Reha, mussten viele Touren oder Live-Auftritte absagen, sodass er in dieser Zeit der Reha selber nicht unterwegs war. Erst 2005 wieder kam, aber in dieser Zeit kam unter anderem Changes raus, das Kelly Osbourne auch gesungen hat, die dann sich auch einen Namen gemacht hatte, bis er dann irgendwann ein Comeback feierte. Viele Songs wurden währenddessen Best-ofs immer wieder rausgebracht. Mit der Bekanntheitsgrad der Osbournes wurde natürlich auch seine Musik immer mehr gefeiert. 2007 war es dann soweit, dass er Black Rain rausgebracht hat als neues Soloalbum, als Ozzy Osbourne. War sehr werbewirksam unterwegs und hat viele Werbung gemacht und konnte viel Geld verdienen und ähnliches. Bis dann 2010 sein letztes aktuelles Album, also schon 9 Jahre her, das er mit Ozzy Osbourne rausgebracht hat, rauskam. Und ab 2011 sozusagen auch die Reunion von Black Sabbath benannt wurde. Und das dauerte bis 2013, dass das Album 13 von Black Sabbath erschien, weil er nochmal zugeben musste, dass er 2011 wieder Probleme mit Drogen und Alkohol bekam und nicht dazu fähig war, wirklich daran weiterzuarbeiten, mit Black Sabbath etwas rauszubringen. Das alles wurde überwunden. Ab 2013 ging es wieder bergauf. Das neue Album erschien mit Black Sabbath. Dann war er da mit unterwegs. Wir haben es ja alle mitbekommen. Bis zum letzten Jahr, 2017, haben sie dann ihre Abschlusskonzerte bei der The End Tour gebracht. Und Black Sabbath gibt es jetzt offiziell sozusagen nicht mehr. In der Zwischenzeit war es auch 2016 so, dass er mit seinem Sohn Jack auf History, im History Channel Tour war. Und das ist so eine Doku-Reality-Show, wo die wichtige Orte der Geschichte besucht haben, kann man sich auch noch angucken, findet man bestimmt irgendwo im Internet. Und ja, und aktuell ist es so, dass Ozzy Osbourne zwar zuletzt sehr, sehr krank war, im Krankenhaus war und deshalb für 2019 viele Touren verschoben werden mussten und Festivaltouren gänzlich abgesagt, aber 2020 dann wieder auf Tour kommt, eventuell sogar mit einem neuen Album von Ozzy Osbourne. Also der wird immer nach vorne geschoben von Sharon. Mal gucken, was noch so kommt. Das war's zu Ozzy Osbourne. Jetzt kommen wir aber zum Bier der Woche. Wir haben ja schon lang genug darüber gelabert. Ich habe mich wieder viel zu lange ausgedehnt mit meiner Story, aber Ozzy Osbourne, ich glaube, einer der wichtigsten Personen, nachdem wir letztens AC/DC verdammt viel gehört haben, ist Ozzy Osbourne jetzt derjenige, wo wir wirklich sagen müssen, das ist die Person des Metals. Sind wir beim Bier der Woche. Ich sage erstmal herzlich willkommen Leuten wie Marco Sorrentino, Trabi und Sergeant Notche. Wieder back to business, weil Sergeant Notche war schon mal dabei, aber ich habe ihn jetzt nach langer Zeit mal wieder hier erlebt. Herzlich willkommen bei uns im Channel. Macht also weiter, immer unten kommentieren. Ich muss ja sagen, der Flocker diskutiert mit dem Gore-Minister darüber sehr intensiv, dass sogar
der Heli überlegt, dass er anscheinend denkt, er wäre hier auf dem Grauminister-Channel. Nein, das ist nicht so. Wir pingen hier nicht ohne Ende. Ping ist das neue Begriff. Es wird sehr viel gepingt bei uns. Nicht nur im Video von letzten Woche, allgemein. Aber das ist schon okay so. Ne? Der Heli allgemein blüht immer weiter auf. Man muss ja sagen, beim Bang Your Head wird er auf Felix the Cats treffen. Und ich erwarte dort ein Video von euch beiden. Also da bitte nochmal, Felix, da kommt bestimmt was. Felix und Pat zeigen genauso wie die Wabers, dass der FDGL ein ganz wichtiger Verein ist und dass der Kutten-Workshop eine sehr große Nummer war mit viel Herz und viel Gefühl. Das ist Metal, so wie wir es sehen wollen. Ich finde, das ist die Grundlage dafür, was diesen Channel unter anderem ausmacht. Ihr alle, die dabei seid und die das alles hier so feiern, wie ich es unter anderem tue, mit dem, dass ich hier dabei sein darf. Aber über kurz oder lang muss ich einen Sieger benennen. Ich bin eh wieder viel zu viel drüber. Das Bier der Woche geht diese Woche an den Thunder Rider. Denn der Thunder Rider hat gesagt, dass es einen Slogan geben kann. Alles für die Kutte, alles für den Club, unser Leben für den Metal. Scheint geklaut, ist richtig so und ausbaufähig. Aber mit einem Bier kann man da eventuell die Zunge etwas lockern. Und da kommt noch was Geiles bei raus. Ich erwarte viel. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Herzlichen Glückwunsch an Thunder Rider für das Bier der Woche. Und jetzt kommen wir nur zu einer kleinen Rotation. Und zwar, der Felix schenkt dem Steve ein Bier. Und der Michael der Schwarze bekommt ein Bier für seinen Einspieler. Und natürlich der Thunder Rider für das Bier der Woche. Und die Maria Waber bekommt ihr Bier für das Erraten des Liedes letzter Woche. Ich werde jetzt künftig auch wieder dieses Kommentar aufmachen, in dem man dann wieder Biere rotieren kann, weil das habe ich seither immer vercheckt, anscheinend. Jetzt war es aber auch schon mit dem Video und wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben oder 2 oder 3 oder 8 oder 10 und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder oder auf dem nächsten Festival oder wie auch immer. Ich bin das Wochenende auf jeden Fall am Festival ohne Bands, werde da für euch drehen. Folgt mir auch auf Facebook und auf Instagram. Instagram ganz wichtig, denn da bin ich sehr viel aktiv und da könnt ihr natürlich auch storytechnisch verfolgen, was ich so mache. Und jetzt bleibt mir nur noch zum Song. Ich freue mich mit ihr, freuen wir uns miteinander und in diesem Sinne sogar bald ich 40. Bis zur nächsten Woche, Mittwoch, 16:30 Uhr, auf Darksiffler. 40.